Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Zurzach Care. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Gerda Wrede hat Glück im Unglück gehabt. Sie kommt wegen einer Blinddarmentzündung ins Spital. Nebenbei entdeckt man, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Die Entfernung von einem Teil der Bauchspeicheldrüse ist ein hochkomplexer Eingriff. Man verbindet den verbleibenden Teil des Organs mit dem Dünndarm. An dieser Naht kann es leider zu lebensgefährlichen Komplikationen kommen, weil Verdauungssäfte austreten können. Der Professor Jan Schmidt hat ein Drainageverfahren entwickelt, das das Risiko praktisch ausschaltet. Über 3 Jahre plagt Gerda Wrede immer wieder mal ein heftiges Bauchweh. Sie bekommt Antibiotika wegen der Entzündung. Nach der 3. Kolik kommt sie ins Spital. Man entdeckt einen verschleppten Blinddarm und im Zuge der Untersuchungen gibt es einen Zufallsbefund. Gerda Wrede hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, zum Glück in einem frühen Stadium. Also das ist so das Erste, was wir alle gesagt haben, haben Sie ein Glück, dass das eben nicht schon weiter ist. Wäre das ich weiß jetzt auch nicht in welchem Zeitrahmen, aber wäre das schon fortgeschrittener, dann wäre es zu spät gewesen. Der Professor Jan Schmidt entfernt in einer Operation den Teil der Bauchspeicheldrüse, wo sich der Tumor entwickelt hat. Das da hinten ist die Milz, das ist der Bauchspeicheldrüsenschwanz, Körper und hier vorne ist der Kopf. Und hier, das Weiße, ist der Hauptgang, der hier aus den kleinen Seitengängen das Sekret einsammelt, was da produziert wird. Und dann fließt es hier vorne in den Zwölffingerdarm. Da ist diese sogenannte Papille. Da hat sich leider was entwickelt. Und wir haben den Verdacht, dass das was Böses sein könnte. Der Pankreas, wie die Bauchspeicheldrüse auch genannt wird, ist ein 15 bis 20 cm grosses Organ und produziert Hormone wie zum Beispiel Insulin und auch Verdauungssaft, die schliesslich in den Zwölffingerdarm abgegeben werden. Rund um den Tumor muss man grosszügig entfernen. Da, wo der Gallensaft in den Zwölffingerdarm kommt, der vordere Teil der Bauchspeicheldrüse und auch der Zwölffingerdarm nach dem Magen. Damit man wieder verdauen kann, werden die abgetrennten Stellen anschliessend mit dem Dünndarm verbunden. Die teilweise Pankreasentfernung gehört zu der hochspezialisierten Medizin und wird nur an wenigen Orten wie hier in der Hirslanden Klinik in Zürich gemacht. Bei diesem Eingriff gibt es allerdings ein grosses Risiko. Dass die Bauchspeicheldrüsenenzyme, die treten aus der abgeschnittenen Bauchspeicheldrüse aus. Und sobald die in den Darm kommen, werden die aktiv und können ein Stück Fleisch, was wir essen, innerhalb von Minuten in seine Einzelteile zerlegen. Wenn dieser aggressive Saft an eine frische Wunde kommt, kann er auch dort diese frische Wunde, die Naht, aufätzen quasi. Und das ist die Gefahr bei der Bauchspeicheldrüsenchirurgie. Es kommt zur Eigenverdauung im Bauchraum. Blutgefäße und Organe lösen sich auf. Zwischen 3-5% der Patienten sterben nach so einem Eingriff. Doch der Professor Jan Schmidt und sein Team haben eine neue Methode entwickelt. Man nimmt die Drainage, das sind Plastikschläuche mit 2 Kammern. Die Spitze bringt man genau an die heiklen Nöte, wo Bauchspeicheldrüse und Dünndarm vernäht sind. Das kann man sich vorstellen wie ein Gartenschlauch mit 2 Kammern, wo die heikle Stelle wässert und gleichzeitig die Flüssigkeit wieder aufsaugt. 2017 haben wir begonnen, die Spitzen der Drainagen mit einer kleinen Naht immer dort festzunähen, dass die nicht sich verändern kann. Und seither hatten wir keinen einzigen Todesfall mehr in 5 Jahren durchgehend und auch nur noch einen einzigen Fall einer schwerwiegenden Komplikation. Und dieser Patient hatte kaum Verdauungsschäden an der Drüse und hat es auch gut überlebt. Also das ist eine dramatische Verbesserung und Reduktion der Komplikationsraten, wie ich sie in meinen über 30 Jahren Berufserfahrung in der Pankreaschirurgie noch nie erlebt habe. Die Gerda Wrede ist jetzt 1,5 Jahre nach der Operation. Bis der Darm wieder in Ordnung gekommen ist, hat es lang gedauert. Heute muss sie noch Enzyme in Tablettenform schlucken für die Verdauung. Ich kann alles essen. Ich merke selber, was wirklich gar nicht mehr geht. Zum Beispiel eben Fondue habe ich gestrichen auf meinem Menüplan. Aber es ist einfach die Menge, die es ausmacht.
Die 64-Jährige ist dankbar, dass alles gut gegangen ist und sie nimmt alles ein bisschen ruhiger und ist froh, dass sie das Leben geniessen darf. Das wär's schon wieder bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs suchen oder Kontakt zu unserem Experten vom Beitrag, dann finden Sie diese Informationen bei uns auf der Homepage. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Zurzach Care.